die beschauliche Seite des Winterwetters. So wie hier in Mähringen bei Ulm schneite es im südlichen Deutschland in weiten Landesteilen den ganzen Tag. Dabei kamen meist auch im Flachland mehrere Zentimeter Schnee zusammen. In höheren Lagen, insbesondere in den Anstaugebieten der Schneewolken, gab es gebietsweise sogar 5 bis 10 cm Neuschnee. Während der Schnee im westlichen Deutschland inzwischen bereits wieder taut, fällt im Südosten und Osten des Landes auch am Mittwoch noch Schnee. Und weil es dort auch bis zu den Feiertagen recht kalt bleibt, stehen die Chancen auf eine weiße Weihnacht zumindest im südöstlichen Bayern gar nicht so schlecht.